Ho, hey, und da sind wir wieder bei Dungeons 2. Herzlich willkommen, liebe Leute. Die Brauerei. Oh, nee. Die nehmen uns unser ganzes schönes Gold weg. Fünf Stück Gold. Ja, jetzt bauen wir mal hier unten weiter, damit wir in der Geschichte weiterkommen. Ist ja sowieso nur das Tutorial. Aber das Tutorial ist, glaube ich, sogar noch viel besser als das Spiel selber dann. So, komm. Schneller. Du auch schneller. Oh, was das haben wir hier? Das Böse ist erwacht. Doch die Brüder schlafen noch. Hm? Was war das denn? Das stand überhaupt nicht in meinem Skript. Komischer Kauz. Egal. Wir wollen uns dem Dungeon widmen. Oh Mann, Alter. Wie geil ist denn das? Ich habe noch nie so ein cooles Tutorial gespielt. Wirklich nett. Schneller. Hopp, 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 hopp. Aus der Dunkelheit Schneller. Schälte sich eine gewaltige Monstrosität auf acht Beinen. Die menschlichen Wächter dieses Dungeons waren wohl schon seit längerem Vergangenheit. Nun herrschte hier eine riesige Spinne mitsamt ihrer Brut. Würden Sam und Frodo ihr entkommen und ihre Reise zum Schicksalsberg fortsetzen? Oder sollte dies das Ende des Ringträgers... Oh, Moment. Falsche Stimme, falscher Text. Wo waren wir? Ach ja, eine riesige Spinne. Im Folgenden die Spinnenkönigin genannt. Es galt, die Spinnenkönigin zu beseitigen, bevor die Horde an die Oberfläche gelangen konnte. Die Spinnenkönigin sandte eine Welle ihrer Kinder aus. Selbstverständlich war sich das ultimative Böse dieser Gefahr bewusst und machte sich sofort zur Verteidigung bereit. Gott, wenn das mal gut geht. Natürlich, lieber Freund. Aber ich muss erstmal hier meine ganzen... Na, komm her. Hopp. Kann man die eigentlich auch so irgendwie... Nee. Nein, nein, stopp. Vernichte die Spinnenkönigin, ja. Da haben wir jetzt hier noch einen. Wo gucken denn das? Guckt noch einer rum? Und wo ist der andere? Da. So, also komm. Auf zur Spinnenkönigin. So, zack, zack, zack. Und Attacke. Und eine weitere Welle von Spinnen machte sich auf den Weg, das ultimative Böse zu vernichten und anschließend einzuspinnen. Hopp, ihr schafft das. Wo seh? Sieht man da irgendwo das Leben von der großen Spinne? Ja, da. Oh. Ah. Komm, nimm's. Kann ich das auf sie draufschmeißen? Die widerwärtige Abartigkeit namens Spinnenkönigin hatte der Horde nichts entgegenzusetzen. Später würde das feinfühlige Böse aus ihren Innereien eine Lavalampe anfertigen lassen. Der Weg an die Oberfläche tat sich auf. Nun war es an der Zeit, die Rachepläne in die Tat umzusetzen. Das niederträchtige Böse wollte an dieser Stelle unheilvoll lachen, doch sein körperlicher Zustand ließ dies nicht zu. Stattdessen bat es den Erzähler darum, ein unheilvolles Gelächter an seiner Stadt anzustimmen. Na gut, dann mal los. Nachdem sich das ultimative Böse aus den Tiefen befreit hatte, reiste es, an den Thron gefesselt und mit der tragkräftigen Unterstützung seiner Schnodderlinge, weiter, um schreckliche Rache an denen zu nehmen, die ihm das angetan hatten.
Sein erstes Ziel war der Paladin Robert, mittlerweile König der Allianz. Er hatte sich auf sein Jagdschloss zurückgezogen. Dort war er die perfekte Zielscheibe. Hey, das Spiel macht so Spaß, Leute. Nagas und Spinnendämonen können unsichtbare Einheiten aufdecken. Nagas! Oh, wie schön! Spähern zufolge lustwandelte König Robert zumeist im Garten seines Jagdschlosses und rezitierte dort Gedichte. Bald würde sich seine Lyrik in Wehklagen verwandeln. Das rachsüchtige Böse dürstete schon danach, den König der Allianz zu bezwingen und sich seinen Kopf als Trophäe an die Wand zu hängen. Hoppla, ich meine natürlich im Hinblick auf die USK, dass es König Robert bald alle Kekse wegnehmen würde. Davor jedoch musste sich das ultimative Böse um seinen Dungeon kümmern, um eine kleine Armee aus ein paar Orks auch finanzieren zu können. Okay. Was ist denn mit unserem alten Dungeon passiert? Ja gut, dann machen wir... Hier machen wir mal eine Schatzkammer draus. Weil da haben wir ja schon Gold und so. So. Zack, zack, schneller. Können wir schon mehrere Schnodderlinge noch holen? Ich glaube, 5 Stück gehen. Zack! Schnösi, Schnuff, Schnipsel und Schnick. So, noch einen, komm. Ah ne, jetzt haben wir schon 5. Mehr geht nicht, dann können wir das ausmachen. Schnupfi, du musst auch noch schneller arbeiten. Ah, da ist ja sogar ein großer Schnabbeli-Schnack. Eine Goldader. Perfekt für eine Schatzkammer. Und da hinten auch noch. Aber ich glaube, eine langt erstmal. Na, ob jetzt. Momentan konnte das eingeschränkte Böse nur auf Orks und Schnodderlinge zurückgreifen. Es gab Gerüchte, dass sich einige Goblins hier in der Gegend in einer Höhle versteckten. Dieser Spur würde das explorative Böse mit Sicherheit nachgehen. Produktionsräume brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Schatzkammer, meine lieben Freunde. Die erste Schatzkammer war fertiggestellt. Schon bald würden die Schnodderlinge des raffgierigen Bösen diese mit Gold füllen. Du kennst doch die goldene Regel, oder? Wer das Gold hat, bestimmt die Regel. Mhm. Auf, ihr Schnodderlinge, auf! So, was haben wir hier oben Schönes? Da geht's... Da ist mal was zusammengekracht. Aha. Was ist das? Das wird uns der Herr Tutorial, der Lustige, schon noch sagen. Aus schneller. Dem Ratgeber Dungeon für Dummies. Berge bestehen nicht nur aus Felsen und Gestein, sondern können auch natürliche und künstliche Höhlen und Räume beinhalten. Diese sind meist mit Schätzen und Gefahren ausgestattet, um das Graben im Untergrund spannender zu gestalten. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Die erste Brauerei wurde fertiggestellt. Schon bald würde hier Bier in Strömen fließen und Oktoberfeststimmung aufkommen. Würde das ultimative Böse dem Bierbaron Konkurrenz machen? Was für eine lahme Anspielung. So, wo war das? Produktionsräume? Nee. Wie konnte man jetzt nochmal die Brauerei bauen? Also den Braukessel.
Ach so, genau, hier muss ich ja drauf drücken. Genau, so war das. Hopp, Schnodderling. Auf. Das ultimative Böse sollte niemals vergessen, seine Gold- und Biervorräte im Auge zu behalten. Wenn seine Kreaturen sich dort nicht bei Bedarf bedienen können, werden sie schnell wütend. Boah. Hopp, schneller. Und ihr auch. Oh, der wird gleich wütend, der Schnupfi. Ja, Leute, tut mir leid. Es ist schon wieder soweit. Wie es hier in diesem neuen Dungeon weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ob wir die Goblins irgendwo hier finden werden. Ob die Brauerei vielleicht endlich fertig wird. Ja, sie wird sogar heute noch fertig. Also, tschüss.